Kotan Immobilien. Seit über 25 Jahren für tausende von Kunden meine Nummer 1 in Mannheim, Ludwigshafen und Bad Dürkheim. Kotan Immobilien. Der Spiegelsaal des Prinz Karl in Heidelberg war gut gefüllt. Zahlreiche Heidelberger Gemeinderäte waren gekommen, um an einem für die Stadtentwicklung Heidelbergs wichtiges Ereignis teilzunehmen. Denn am Donnerstag, den 6. August, unterzeichneten Oberbürgermeister Dr. Eckart Würzner, Axel Kunze, Vorstandsmitglied der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben BIMA, Bürgermeister Hans-Jürgen Heiß, Wolfgang Polifka, Geschäftsführer der Entwicklungsgesellschaft Campbell Barracks MBH und Peter Bresinski, Geschäftsführer der MTV-Bündnis für Wohnen GmbH, einen Kaufvertrag zum Verkauf der Konversionsflächen Markt Twain Village und Campbell Barracks in der Heidelberger Südstadt. Oberbürgermeister Dr. Eckart Würzner freute sich sehr über die Unterzeichnung des Kaufvertrags. Ja, Heidelberg hat heute wirklich einen historischen Tag zu feiern. Wir haben heute den Vertrag mit dem Bund unterzeichnet zum Ankauf der gesamten Flächen der Heidelberger Südstadt, die ehemals von den Amerikanern genutzt worden sind. Es ist das größte innerstädtische Entwicklungskonzept dieser Stadt jemals. Es ist das größte Wohnungsbauprojekt im Bereich sozialer Wohnungsbau, der bundesweit aus meiner Sicht momentan auf den Weg gebracht worden ist. Über 320 Millionen Euro werden hier investiert von Heidelberger Unternehmen und von der Stadt für bezahlbaren Wohnraum. Das ist ein großartiger Tag und ich bin wirklich glücklich, dass wir jetzt einen so großen Schritt nach vorne gekommen sind. Das heißt, wir sind jetzt komplett handlungsfähig. Wir haben jetzt Teilflächen weiter veräußert in einer Gesellschaft an diejenigen, die im sozialen Wohnungs- und im bezahlbaren Wohnungsbereich tätig sind. Wir werden Teilflächen für eine neue Universität, für ein neues Polizeiquartier, für einen neuen innerstädtischen Bereich mit Kultur dann vergeben. Also diese Handlungsfähigkeit ist für uns natürlich entscheidend. Deswegen haben wir viel Geld auch in die Hand genommen, um hier handlungsfähig zu werden, um diese Fläche auch jetzt sehr zeitnah, also im nächsten Jahr sollen die Menschen dort wohnen und leben, auch realisieren können. BIMA-Vorstandsmitglied Axel Kunze hob die Besonderheit des Konversionsprozesses in Heidelberg und die gelungene Kommunikation mit der Stadt Heidelberg und mit Oberbürgermeister Dr. Eckart Würzner hervor. Aber dieser Vertrag beinhaltet nicht nur einen reinen Grundstückskaufvertrag, sondern es ist wirklich mehr, es ist die Entwicklung eines Stadtteils, der damit in Verbindung steht. Also eine großartige Sache. Und das, was vielleicht Heidelberg auch gegenüber anderen Konversionsliegenschaften, die wir deutschlandweit haben, auszeichnet, ist, dass von der Kommune, von der Leitung, von Herrn Oberbürgermeister Würzner auch von vornherein einberufene, konsensuale Gremium, wo über 32 verschiedene Bevölkerungsgruppen sich vereinen, die in diesem Prozess mitgewirkt haben und weiter auch mitwirken werden. Das zeichnet tatsächlich den Konversionsprozess als Besonderheit in Heidelberg auch. Neben der natürlich auch nicht zu vergessen diese wirklich großen Grundstücke, um die es geht, wo wir auch in der Vergangenheit, das trifft auch zu, in der Fragen der Konversion von einer Herkulesaufgabe sprechen. CDU-Stadtrat Dr. Jan Gradl betonte, dass der Vertrag den Weg zur Realisierung von mehr bezahlbarem Wohnraum eröffne. Ja, wir glauben, dass es ein Meilenstein gewesen ist heute, diese Vertragsunterzeichnung. Wir haben lange drauf gewartet. Und denken, dass wir für den Bereich bezahlbaren Wohnraum in unserer Stadt nun heute einen weiten, weiten Schritt nach vorne gegangen sind. Dieses ist zwar heute nur ein juristischer Schritt gewesen und die Umsetzung wird nun folgen. Und da dürfen wir gespannt sein auf die einzelnen Vorschläge, die kommen. Der Masterplan, der ist ja nun schon seit 2 Jahren in Bearbeitung gewesen und war auch die Grundlage der heutigen Vertragsunterzeichnung. Das heißt, die Rahmenbedingungen stehen fest. Politik zieht sich jetzt mehr oder mehr zurück aus diesem Verfahren und schaut auf die einzelnen Baugefährte und auf die einzelnen Areale, was dort Spannendes passieren wird.